Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder in ganz besonderer Konstellation Hallo. Mit Max und Chris vor der Kamera. Gibt's ja gar nicht. Ist das nicht Wahnsinn? Krass. Ich find's Wahnsinn. Heute haben wir uns Folgendes überlegt. Und zwar hat sowohl Max als auch Chris mir jeweils ein Outfit bestellt. Und wir werden bewerten, welches Outfit das bessere ist. Ja. Und zwar haben wir dafür natürlich auch Unterstützung hinter der Kamera. Einmal von meiner kleinen Schwester Maya und von der Freundin von Max. Petra. Wenn ihr natürlich auch auf der Suche nach einem guten Outfit seid, dann schaut doch mal bei unserem Merch vorbei. Ah, ihr könnt gerne auf meiner Merch-Stelle vorbeischauen. carinaspoon.de, da gibt es unter anderem dieses schöne T-Shirt mit der Aufschrift Spread Love, Throw Kindness Around Like Konfetti. Genau so sehen wir das natürlich auch, denn es ist wichtig, Liebe und Freundlichkeiten zu verteilen. Deswegen schaut gerne vorbei, der Link ist unten in der Infobox und vielleicht findet ihr was Schönes. Genau. Jetzt bin ich aber gespannt. Max und ich haben uns in die Tiefen des Internets begeben, Leute. Aber was wir da gefunden haben, Outfit rausgesucht. Das seht ihr jetzt. So, dann wollen wir mal ein Sommeroutfit für Carina. Also ich habe jetzt hier meinen Laptop aufgeschlagen, beziehungsweise Carinas Laptop aufgeschlagen. Und mir ist jetzt ein Punkt schon wieder hier direkt ins Auge gestoßen. Und zwar weiß ich, dass Carina Röcke liebt. So, Freunde, jetzt bin ich auch dran mit dem Outfit zusammenstellen. Ich denke jetzt auf jeden Fall, wir brauchen ein Sommeroutfit. Deswegen gehen wir doch auch gleich direkt auf Oberteile. Aha. Oh. Und hier gibt es einfach eine Abteilung Röcke. Und ich will den Rock, der auf dem Titelbild ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt finden soll. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. So, das wird mein Oberteil für ganze 4,49 unschlagbarer Preis. Leute, ich will einfach das hier haben. Den hier. Wie komme ich da jetzt drauf und krieg den? Ich finde sogar echt das hier auch übelst geil. Zack, in den Warenkorb und dazu brauchen wir jetzt noch eine Hose. So, den nehme ich, der ist es. Zack. Ich finde eigentlich sogar das Oberteil ganz geil. Kriege ich das? Kriege ich das hier auch irgendwo her? Hose, Damen. Ah, am besten. Oh, die wäre ja sexy. Aber ich glaube, die wird sie nicht anziehen. Wow, ja. Auch mitnehmen. Oberteil brauchen wir in... Nein! Nicht verfügbar. Scheiße. Okay, wir nehmen die, die mir als erstes gefallen hat. Easy. Easy, easy. Na gut, dann müssen wir jetzt ein Alternativoberteil auf jeden Fall finden. Scheiße, das hätte so gut dazu gepasst. So, das wird noch mein Accessoire. So, Leute, das hier wird jetzt noch mein Oberteil werden. Okay, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch Schuhe. Was hatten die jetzt für eine Größe? 26 Weite, Länge 32. Passt es ungefähr zu Carina? Ich habe keine Ahnung. Ja, wird schon passen. So, in meine Tasche. Schuhe, weiß ich schon, welche sie nimmt. Sie nimmt sie einfach ihre, das sie schon hat. So Vans passen voll gut dazu. So. Brauchen wir noch irgendwas, so ein Accessoire oder so? Ja, easy, die nehmen wir. Die Kette nehmen wir jetzt noch dazu. So. Und bestellen. So, gewagte Schuhe sind am Start. Das ist jetzt mein Outfit. Mal schauen, wie es ihr gefallen wird. Ich bin wieder sehr gewagt unterwegs gewesen, auf jeden Fall. Oh, Max, nicht rein. Also, ich habe als allererstes eine Kette. Okay, danke. Dann habe ich ein paar Schüchen in Größe 37. Ja. Mal kurz reinlunzen. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Wir sehen scheiß aus. Die waren tatsächlich gewagt. Ich muss gucken, ich habe aus Versehen zwei Oberteile bestellt. Ich wollte eigentlich nur eins haben. Ich glaube, das ist das Richtige. Das ist das Oberteil. Das ist das Unterteil. Okay. Das war's. Okay. Also, Anziehung. Gar keine Konkurrenz hier. Ich habe zwei sehr gewagte Sachen. Das Oberteil gab es nicht, das ich eigentlich haben wollte. Und Schuhe, die könnten absolut ins Klo gehen. Ja, aber weißt du, halt ihre Vans nehmen, das kann halt jeder Idiot. Und meine Halskette, da haben wir ein Pferd drauf. Immer wie die lacht. Ist so witziges Outfit. Das kann nichts Gutes heißen. Die Schuhe, ich hör's doch schon. Ach nee, oder? Ja, die läuft. Leute, macht euch bereit für...
Ach du Scheiße! Ey, das sieht gut aus. Man sieht die Schuhe gar nicht, ob die doch. So. Also, jetzt mal no joke, ich finde eine 10, Alter. Wirklich eine 10. Also, hier spannend ein bisschen mehr Ranze. Ach, du kannst nicht. Also, ich schwöre dir, der Rock. An dieser Stelle. An dieser Stelle hast du Glückwunsch. Ich finde scheiße, oder? Jetzt sei mal du schön ruhig. Von 1 bis 10 Punkte für alles. Ich würde schon mal die schönen Schuhe sehen hier. Also ich würde 0 geben an einer Stelle, würde ich 0 geben. Nee, von 1 bis 10 geben. Ich muss erst mal Max Outfit sehen. Nein, nein, sag jetzt. Ja. Eine 5. Eine 5 Punkte. Ja. Gut, du? Kunigunde. Kunigunde. Also, sei ehrlich, ich bin auch ehrlich gleich. Das kann doch nicht sein, dass du das jetzt nicht stimmst. Ich bin nicht schön, dass ich das Oberteil. Halt, stopp! Ja, die Kette ist süß. Ja? Ein Einhorn. Ich gebe eine gute. 2. Ich finde es so voll scheiße. Ja, wie viel? Ja, doch, ja. Klar, ich hätte jetzt genau sowas bestellt. Einen! 9 Punkte! Ich hätte genau das bestellen können, was du. Komm, ich bin nett. Die Kette, die ist schon 2 Punkte wert. Ja, weißt du, was hätte ich machen sollen? Ich hätte ein ganz normales Basic Outfit kaufen können. Dann. Wow. Hätte ich vielleicht nicht ganz so hässlich ausgesehen. Ich hab halt nicht was getraut mit dem Rock. Hä? Alter, ich schwör, was ist das für ein Rock? Im Leben nicht hätte ich den Rock ausgewählt. Ja, also der sah auf dem Boden halt besser aus. 2, 5 und 3. Also 10 Punkte. Wirklich 30. Ja, jetzt mach du euch mal besser hier. Komm, zeig mir mal seitlich die Schuhe. Ach, du kannst ja. Das sei es jetzt noch viel los. Ich finde den Rock total schön. So, kommen wir zu meinem Outfit. Also, Das hier ist das Oberteil. Ah, ist ja? Schön. Ja. So, kommen wir zum Unterteil. Das ist das. Und ich habe auch eine Kette. Und bevor ich jetzt Vans bestelle, deine eigenen Vans. Also, passt. Bitteschön. Okay. Dankeschön. Ich habe noch kein Gelächter gehört übrigens. Doch, ich habe schon Kichern gehört. Ich habe kein Kichern gehört. Ja, bitte. Kommen Sie, komm. Pass auf. Das sieht jetzt aus wie auf. Okay, kommt hier. Oh. Oh, kommt hier Carina aus Klasse 5C bitte rein ins Zimmer. Super. Ja, wieso? Ja? Ja, das sieht. Also. Wow. Wie einfallslos. Mal no joke. Also, das sah theoretisch. Okay, die Kette kann ich auch sagen. Kann man das noch reinstopfen oder sieht es dann doof aus? Alter, was hat er da wieder gekauft? Guck mal. Dreh mal rum. Also die Hose, die ist klarer Fall. Oben bin ich zu fett. Ich dachte, das sei ja, die passen ja. Ja, die waren gut vom Schnitt, auf jeden Fall. Ja, das passt. Ja, ja. Ist ja schon okay, ja. Aber das ist halt ein bisschen nett. Das ist halt ja, das sieht aus wie gerade auf Klassenfahrt, auf Wanderung oder so. Doch, also oben das Oberteil. Das Oberteil passt auch mal gar nichts. Das ist ja gut, das hätte dann ja dann nichts. Es ist ein bisschen anstatt XS. Ich weiß nicht. Aber die hast du auch, du hast auch oft XS, oder? Ah, zu schlecht erkundet. Also, nicht? Muss ich schon sagen. Allein von Kreativität. Hey, die Kette ist schön. Die Kette ist. Kette ist sehr schön übrigens. Ich kann dir mal was zeigen. Nach der Richtung bin ich gegangen. Und du kannst mir nicht sagen, dass das nicht gut aussieht. Oh. Geschmack sein. Ja, also. Klar, also klar, sowas ist natürlich schon besser, so ein Schulausflug-Look. Das habe ich auch nicht gesagt, aber definitiv besser als das, was du mir gerade gezeigt hast. Ist die Frage halt. Sagst du. Frag mal Maya. Maya, wie viele Punkte würdest du geben für das Outfit? Ich würde 6 Punkte geben. Scheiße. Ich hätte eine 5 gegeben. 11? Und ich hätte eine 4 gegeben. Ach, 15! Ja! Leute. Also das müssen wir nochmal machen. Das ist ja jetzt absolut. Kann das nie auf das jetzt nee, das ist ja absolut. Also ich meine, das Video hat sich gut für dich. Lass es da noch runter. Nee, also ist gut, absolut. Ich bin auch nicht selber absolut von mir so überzeugt, Mädels. Also, sagen. Also die Schuhe sind als super Schuhe. Die Schuhe sind super, ja. Also die ich fand immer noch hübsch. Ich kann ja nichts machen gegen meinen Geschmack. Also das ist absolut gar nicht. Auf jeden Fall bin ich der Winner. Ja, Max.
Du hast auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht als Chris. Auch welches Outfit auch sehr interessant war. Schreibt mal in die Kommentare, welches Outfit ihr besser fandet. Weil dann ist er vielleicht zufrieden. Ja, hier nochmal links, rechts. Eins ab. Ich schwöre, Alter, wie das aussieht. In diesem Fall hat Max gewonnen. Ich bin gespannt aufs nächste Mal. Seid ihr bereit für eine zweite Runde? Na klar. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich habe eine Bitte an euch. Und zwar würde ich gerne ungefähr das Ähnliche machen, nur mit euren Outfits. Das heißt, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort per Nachricht eure Links zu dem jeweiligen Outfit. Und dann bestelle ich das Outfit und ziehe es an in einem Video und beurteile das Outfit. Ob das auch so hässlich ist für uns ist. In diesem Sinne würde ich aber auch schon sagen, schaut bei uns im Merch vorbei, wenn ihr dort noch nicht abgecheckt habt. Bei Merch gibt es bei carinaspoon.de und deren Merch gibt es bei Max und Chris.de. Ganz simpel, ganz einfach. Einfach mal reinschauen und vielleicht ist das Passendes für euch dabei. Ich würde jetzt aber sagen, denkt immer dran, geht von da draußen. Es ist eine eigene Art und Weise einfach wunderschön. Und jetzt schnell aus diesem Outfit raus. Tschüssi! The cliffs, counting all the shadows. And now we're in the shadows. Wanna feel your blue.